Hallihallo, willkommen zurück im Daily Ranking am Montag und ich spiele noch weiter Atlas Reactor, weil ich mich, ja, einfach Spaß macht, Atlas Reactor zu spielen. Ich hab da einfach, ja, gefällt mir. So, jetzt banne ich hier die blöde Asana mal raus, weil ich darauf keine Lust habe. Warum sie alle Quark bannen, voll frech. So. Okay, dann spielen wir doch mal eine Runde Support. Mal sehen, wie das wird. Wir modden hier mal ein bisschen um. Wobei, in dem Fall will ich das gar nicht ummodden. Weil ich habe hier immer darauf, dass ich viele Shards habe. Damage per Shard. Hier ist auch Damage Rate Transfer. Shields per Shard könnte ich höchstens noch gehen. Aber Fade Transfer ist das, woher ich meine Shards kriege. Von daher will ich das wahrscheinlich dort nicht machen. Und Digital Damage per Shard. Also ich will eigentlich viele Shards, möglichst lange meine Shards oben halten und nur im Notfall meine Ulti benutzen. Also bis mein Spielstil mit dem Orion. Werden mal sehen, wie gut das klappt. Auf jeden Fall. Müssen wir da mal reinschauen. Jetzt haben wir hier. Gegen den Kagan ist natürlich schwierig. Weil ich jetzt vielleicht doch darauf gehen, weil nicht mehr auf meine Shards. Internal Advantage is under the effect of Quantum Core. Ich versuche es mal so zu bleiben, wie ich es hatte. Okay. Oh, das ist interessant. Hier haben wir einen Diamantspieler, einen Platin-Spieler, noch einen Platin-Spieler dabei. Bin ich immer gespannt, was ein Gegner-Team ist. Zumindest waren die alle mal Platin und Diamant letzte Season. Genauso wie ich einmal Platin war. Gegen den haben wir auch einen, der angeblich Diamant war. Den hier Frontliner. Und der hat sogar Lockwood schon auf Level 20. Das ist nämlich Lucky Scoundrel, ist der Titel für Lockwood. Auf Level 20 zu bringen. Double Trouble? Frage ich mich, ob das, Double Trouble einer auch ein Titel ist, den man kriegt für irgendwie. Es könnte für den Weg Gremlins sein. Das sind die einzigen, die zwei Charaktere gleichzeitig haben. Ansonsten habe ich keine richtige Idee, woher Double Trouble kommen könnte. Muss ich mal nachgucken, wann der Titel kommt. Mission starting. So, da geht's jetzt endlich los. Stimmt, ich hätte sogar einen Skin für meinen schönen. So, ich will nicht da in die Mitte. Wer wird da hin? Keiner will sich den holen. Ah, okay. Rask holt sich das jetzt. Okay. Können wir das noch runter mal. Da ist jemand. Steht nämlich jemand drauf. Rask Dash dahin. Gehe ich mal dort um die Ecke. In der Hoffnung, dass ich jetzt so nicht gleich gefrühstückt werde. Vielleicht hätte ich auch hier hingehen sollen, lieber. Na, lol. Okay. Das ist also Kagan. Oh, das ist nett. Helios Trap. De.
Ich Quantum Core ich noch nicht einsetzen. Ich will nur meine Energie einsetzen. Dann laufen wir da hinterher. Wir müssen nämlich damit hin. Taunten auf jeden Fall. You are not permitted to die. Barrier built. Gonna work my magic. Hätte ich doch ihn schützen sollen. Verdammt. Ich hab's mir noch gedacht. Ach, shit. Are you sure you wanna stand there? Kacke. Ich muss mir auf mein Gefühl vertrauen. 3, 2, 1, fire! Ja, zumindest ein bisschen Energie. Nicht ganz umsonst. Will ich jetzt direkt reinhalten? Wahrscheinlich schon. Für Runden 4 Runden Cooldown. Ja, würde ich wahrscheinlich schon tun. Bisschen geheilt. No one lives forever. Especially you. Cut it out! Okay, er ist rausgedasht. Ist interessant. A taste of the void. Hat sich schon gelohnt, geheilt zu haben, weil ich habe mich ja auch geheilt. Och nee, das ist fies. Geht alle auf die Seite. Ungeil. Im Zweifel. Thank you. Die sind alle gedasht. Das ist auch gedasht. Wir dashen die denn alle? Das ist ja mega kacke. Also für mich. Ja, ich glaube, ich muss auch mal eine Runde dashen. Okay, sie dasht schon. Oh fuck. Let us proceed. Ich versuche auch mal auszuweichen. Nächste Runde kann ich wieder jemanden, also kann ich selber Schild bekommen und jemanden retten. Hoffentlich klappt das. Und das bin ich so scharf, dass die beiden jetzt auch auf mich hacken. Wäre ich dahin gedasht, hätte sie auf alle übertragen. Das ist auch eine dumme Idee. Das ist dann nicht so geil. Du hättest ja laufen sollen, glaube ich. Kann nur gucken, dass ich jetzt irgendwie in Position komme, den da oben noch zu supporten. Ohne mich selbst hier in den Bereich bewegen zu müssen, weil da halt zwei Gegner stehen. Adrenaline Overload! Unleashing the reserves. Let's throw a wrench into the works. Da laufe ich durch. Double explosions in! Schade. Aber das sorge ich wenigstens auf. Random Thunder.
So, nächste Runde. Ne, kann ich noch nicht wieder heilen. Da habe ich noch eine Quant und Core ready wieder. Der hat eine Ulti. Fuck. Dedede. 14 geheilt. Heilen. Mach gar keinen. Nee, Damage per Shard. 15 Indirect Damage. So, früher mal. Schild. Halt, dahin will ich. Nicht so geil. Ja, dann hätte ich es auf dich auch nicht machen, Bro, und wärst du eh gestorben. Ja, die haben deutlich den besseren Nahkampf. Wir müssen theoretisch auf Fernkampf halten, damit das funktioniert. Oder solche Aktionen machen, die sind ganz nett. Ach komm. Ich will mich eigentlich erst heilen und nächste Runde rein ulten. Wenn ich jetzt die Ulti von Dingens abkriege, ja, nützt es wahrscheinlich eh nicht mehr so viel. Only my genius could make you look this good. Es läuft nicht so gut für uns insgesamt. Ow. Apocalypse. Ich glaube, in 2 kriege ich jetzt 2 Ultis auf. Das war ein ganz netter Schaden. Ja, das ist Ulti Nummer 1. Ja, da kriege ich nochmal 30 Schaden und ja, der geht nicht auf mich, der geht auf den Dingens da oben, okay. Damit überlebe ich die Runde noch. Und kann mir nochmal 39 Leben holen. Dass du noch drin stehst, ist natürlich ungünstig, ne? Mega ungünstig. Dass ich die Runde noch überleben kann, ich nochmal den Schaden fressen, der auf ihn gehen könnte. Oder ich spare mir das, damit ich das machen kann, wenn ich wieder da bin, damit ich Energie kriege. Sonst habe ich ja keine Energie. Ich verliere jede Menge Energie, wenn ich sterbe. Oh fuck. Ja, ich glaube, das heile ich nicht wieder raus. Doch, ein HP. Na, greift mich noch jemand an? Nee, lol. Ja, ich überlebe mit 2 HP. Nice. Ich probier's mal. Mal sehen, was passiert. Onward to greatness. Da habe ich nämlich zumindest 22 Schild. Ah, oh, ich glaube wieder durch. Ich bin tot. Aber damit habe ich jetzt dafür gesorgt, dass er zumindest deutlich weniger Schaden kriegt. Ja. Ja, da laufe ich nicht durch, dann ist auch egal gewesen. Also der hätte mich sowieso getötet, okay. Tja. Wo will ich jetzt respawnen? Wahrscheinlich sogar wirklich dort. Warum macht Suki jetzt ihre Ulti? Sie trifft nur einen. Also bin ich gerade doof. I have the upper hand. A black hole in a bubble. What could go wrong? Trifft nur einen. Wie gesagt. Wow. Hat sie auch noch den Mod drauf, der weniger Schaden macht, aber dafür mehr Leute trifft, ja.
Ja, geht durch Wände, aber es hat wirklich nur einen getroffen. Da war niemand anders als in der Nähe. I am Fusion and Fire. Wie springt er hin? Wo springt er denn hin? Das wäre jetzt mal wichtig zu wissen. Er hat nur angedeutet, dass er springen will, aber er springt es doch nicht. Okay. I feel so alive. Du kriegst hier nur den Suki-Dash ab, den du dir dann durchheilst, zwei Runden lang. Gegner hat echt seine Frontliner-Fähigkeit mit dem Heilen gar nicht so gut eingesetzt. Und trotzdem sind wir ganz schön kacke damit. Steht echt 0-3. Da komme ich nicht ran. Also komme ich nicht hier ran. I see all. Bombing run! Bombing run! Bombing run! The world bends to my will! Wir müssen halt eigentlich viel mehr konzentriert arbeiten, anstatt das, was wir jetzt tun. Mit jeder macht was für sich. Ne, kann nur dich schützen, was ziemlich Homebu wäre. All foes will perish. Oh, komm ich sogar ran. My plans unfold. Oh, sie läuft auf den gleichen Punkt wie ich, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Aber er ist jetzt eh so gut wie tot. Warum die Cluster? Tja, und er läuft halt auch wirklich so, dass man ihn nicht helfen kann. Ne. Sie kann eigentlich nicht von so vielen Leuten getroffen werden, aber ich kann sie mal heilen. So, dann ist die Überlebenschance ein bisschen höher. Das ist unser Diamond-Spieler, ich weiß nicht. Four turns remaining. Nicht sichtbar. Ah, ich bin normalerweise ja sichtbar. Wo springst du denn hin? Das wird jetzt mal interessant. Wieder mal. Okay, er springt gar nicht. Mine is the true path. Wall of Pain. Und ich laufe wieder durch. Fuck, Mann. Ich nicht drauf geachtet, dass er springen kann. Das ist doof. Und jetzt kommt wirklich zufällig den getroffen haben. Three turns remaining. Er hat ihn wirklich zufällig getroffen. Wir stehen genau in der Linie für ihn. Oh. Du bist aber sowieso tot, dann brauche ich dich nicht schützen. Proceed with certainty. Not as easy as it looks. Oh Mann, solche Leute. Die kann man gut werden. Okay.
bomb incoming! I can't jump the tank! We left your prison. Ba-boom! Make yourself at home. Und tot. Ja, kommt sie nicht wieso. Two turns remaining. Tja, da muss ich rein ulten, sonst sterbe ich hier. I know how this plays out. Sind die Stats 496, ja gut, 300. Er hat den meisten Damage gemacht auf jeden Fall mit Abstand, aber er ist auch zweimal gestorben. Weiß nicht. Ja, das überlebe ich. Nee, überlebe ich nicht. Das Black Hole habe ich vergessen. Defeat. Oh Mann, das lief nicht gut. Das lief gar nicht gut. Was soll's, ist eh noch Bronze. Ich habe aber echt eine schlechte Siegrate, muss ich mal sagen, dafür, dass es Bronze ist eigentlich. Freut mich nicht so sehr.